Und ja, die scheinen hier auch eine Art Nachrichtenkette nach Brunnenfels zu haben. Jetzt will ich aber erst noch die Käfer ausschalten. Das ist ein Hinterhalt! Vorsicht, Gegner! Ja, die Käfer sind etwas stärker als die Untoten. Standhalten, Männer! Halten aber auch nicht so viel aus und brennen auch gut vor allem. Also ja, ist doch ein bisschen praktisch, zwei Feuerwaffen zu schwingen. Vorsicht, Gegner! Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen! So, hier ist ein rotes Juwel drin. Zauber einfrieren, ein grünes Juwel und eine Zwergenaxt. Dann gucken wir mal, was die beiden Händler zu verkaufen haben. Und dann reden wir mit Mars hier. General Gunther Gunham. Also ja, diese Seite des Passes hier ist jetzt Ruhe. Wir sehen wenigstens noch die Eisenladungen. Und ja, Cutscene. Seid ihr Marcia? Der Orden schickt mich. Seid ihr die Verstärkung? Endlich! Wo sind eure Truppen? Ihr missversteht mich. Ich komme nicht als Verstärkung. Ihr seid ein Runenkrieger, oder? Folgt mir zu Lord Jonir. Er wird euch die Lage schildern. Wartet! Lord Jonir, der Orden hat uns einen Runenkrieger gesandt. Dann seid willkommen in unseren Reihen, Runenkrieger. Unsere Lage ist wie folgt. Seit Tagen ist Burg Brunnenfels den Attacken untoter Heere aus dem Süden ausgesetzt. Unsere Zwergengarde hat uns verlassen. Wir sind am Ende unserer Kräfte. General Gunther erwartet mit unserem letzten Aufgebot die nächste Angriffswelle der Untoten. Es sind nur noch eine Handvoll Männer. Unsere Fernkampfregimenter wurden bereits komplett aufgerieben. Nahe der Stadt gibt es ein Monument der Elfen. Helft uns, Runenkrieger, verstärkt von dort aus Gunthers Armee mit Bogenschützen. Nur so kann der nächste Angriff noch abgewendet werden. Bringt eure Elfenschützen zum Pass. Positioniert sie auf den Wällen. Gemeinsam mit unseren Männern könnt ihr die Untoten abwehren. Wenn ich eine ganze Armee aufhalten soll, dann brauche ich Eisen. Ich kann euch nur das wenige geben, was wir noch auf Vorrat haben. Die Untoten haben die letzte Eisenlieferung abgefangen. Sie haben ihre Beute allerdings nicht weit gebracht. Achtet auf die Karren voller Eisen in ihren Lagern. Ihr könnt eure Vorräte dort aufstocken. Ja, dafür sind die Karren da. Und jetzt geht. Handelt rasch. Der Angriff wird bald beginnen.
Okay, das heißt Runenmonument aktivieren, Arbeiter produzieren und dann können wir weiter gucken. Ja, die Schlacht um Burg Brunnenfels. Die Schlacht um Brunnenfels. Sprecht mit Jordionia über die Lage. Im Haus Hallid steht ein Angriff auf ihre Burg Brunnenfels bevor. Die Angreifer kommen aus dem Süden, direkt aus den Düsterlanden. Mhm. Die Halliden brauchen Hilfe bei der Verteidigung ihrer Stadt. Lord Ionia kommandiert die Truppen und wird Anweisungen zur Schlacht geben. Der Schlüsselpunkt ist der Eingang des Gebirgspasses. Es ist ratsam, die Untoten dort zusammen mit General Gunthers Truppen zu erwarten. Sie werden vermutlich 3 Wellen von Angreifern schicken. Eide ist geboten. Er schafft möglichst viele Bogenschützen. Haus Hallid hat kaum noch Fernkämpfer in seiner Reihe. Sie brauchen so schnell wie möglich Unterstützung. Sprecht mit Gunther über die Lage des Passes. General Gunther ist mit der Armee der Halliden am Pass in Richtung Süden aufgezogen. Er kennt die Lage. Sobald die Schützen bereit sind, sollte mit ihm der Plan besprochen werden. Haltet Ausschau nach Karren. Die letzte Eisenlieferung der Zwerge wurde von Untoten abgefangen. Nee. Gut. Wollen wir uns mal den ersten Karren hier unten. Also ja. Die letzte Eisenlieferung der Zwerge wurde von Untoten aufgebracht und verschleppt und die Karren voller Eisen stehen über die Lande verteilt. Mit den Eisen dieser Karren können bessere Rüstungen und Waffen produziert werden. Mhm. Ja? Sofort! Zum Ruhme Arins! Zur Stelle! Und ja, Marcia. Sprecht mit Marcia über Hokan. Marcia kennt die Düsterlande und ihre Gefahren. Sartarium vermutet, dass sie etwas über Hokan weiß. Mhm. Die Rune ruft auf der Stelle. Dieser Karren ist mit Eisen gefüllt. Das Eisen vom Karren nehmen. Das Eisen wird ihrem Eisenvorrat hinzugefügt. Jawohl. Sie haben Erfahrungspunkte erhalten. Das ist auch immer gut. Was ihr wollt. Ja? Sofort. Die Rune ruft. Zum Ruhme Arins. Was ist so euer Begehr? So sei es. Zur Stelle. Es ist mir eine Ehre. Das Bauwerk ist vollendet. So, was haben die beiden noch zu erzählen? Im Augenblick jedenfalls. Sprecht! Ach, wo platziere ich dich? Ach, am besten. So hier. Sei es! Ja, es ist mir eine Ehre. Solange diese Schlacht nicht gewonnen ist, müssen wir uns auf den Kampf konzentrieren. Danach mag Zeit zum Reden sein. Mhm. Okay. Die Rune zieht unter meinem Banner. Hätte mir das einmal jemand prophezeit, ich hätte ihn einen Narren geheißen. Versteht mich nicht falsch, Rodenkrieger. Ich weiß euren Beistand zu schätzen. Ich habe wohl kaum eine Wahl, mein Lord. Nun, wer hat die schon, mein Freund? Wer hat die schon? Gut. Was ist mit der Zwergengarde geschehen? Was ist mit der Zwergengarde geschehen? Seit Jahrhunderten verbindet die Zwerge und Menschen der Windwallberge ein Band der Bruderschaft. Es war Brauch im Hause Hallid, dass die ältesten Söhne beider Herrscher diesem Bund Treue schwören. So habe ich es einst getan.
Und so hat es mein Vater vor mir getan. Und so tat es mein Sohn nach mir. Und nun ist der Bund zerrissen? Ja, ein Unglück entzweite die Häuser. Und die Zwerge wandten sich von uns ab. Nun sind wir ohne ihren Schutz. Sie haben sich in ihr Land zurückgezogen und strafen uns mit Schweigen. Weswegen? Das braucht euch nicht zu interessieren, Runendiener. Wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Doch wir werden zeigen, dass wir nicht weniger gute Krieger sind. Diese Feste wird standhalten. Ja, okay. Ja, gut, wir haben Holz zusammen. Dann errichten wir jetzt mal die Waffenkammer, die wir brauchen. Meine heilige Pflicht. Die Rune ruft? Jo, den Förster können wir da hinstellen. Ah, für die brauchen wir ein mittleres Haupthaus. Aber erstmal Bärensammler hier hin. Und ein Nahrungslager daneben. Das ist nicht weit. Gut, währenddessen gucken wir uns mal die beiden Händler an. Jägergilde haben wir schon und Bogentum haben wir auch schon. Und da brauchen wir jetzt gerade nicht nach nichts gucken. Zaubermäßig. Zauberheilung Stufe 5. Wäre nicht schlecht gewesen. Was ihr wollt. Ah, Sägemühle. Es ist mir eine Ehre. Was ihr wollt. Das ist nicht weit. Okay, erst die Sägemühle aufbauen. Dann sollten wir gucken, dass wir unsere ersten Waldläufer dann raushauen. Die Rune ruft schon unterwegs. Meine heilige Pflicht. Was ist euer Begehr? Sprecht. Was ihr wollt. Sprecht, das ist nicht weit. Ja? Du bist noch eine normale, okay. Schon unterwegs. So, Passweg. Sammeln wir hier noch das Eisen ein. Mein Bogen vorwärts, für die Rune. Schwestern. Was ihr wollt. Was soll ich tun? Schnell wie ein Pfeil. Die Rune ruft. Was ist euer Begehr? Ja, Karren mit Eisen. Eisen aus dem Karren nehmen. Rasch! Das ist nicht weit. Linia-Sammler jetzt. Was ist euer Begehr? Sprecht!
Sprecht!